Ey, Hallo. ohne Countdown. Ohne Countdown. Bitch. Hey, wo ist denn dieser Eingang zur Höhle, Mann? Ja. Hä? Gay. Im Norden. Herr Gay, was haben Sie gemacht? Ich weiß es nicht. Hast du den Eingang zugebaut, oder was? Genau. Echt? Ach so, ja, habe ich halt echt. Echt? Ja. Wo ist der Eingang dann hin? Hinter unserem Haus irgendwo. Hin... Alter, what the fuck, man. Unter dem. Weißt du, welches Haus ich meine, hoffe ich. Ja, ja, schon. Ah, hier, ich bin da. Alles klar. Erstmal wieder Schienen abbauen, yo. You're right, man. Come on, alright, come on. Ah. Put your hands up, nigga. Das war natürlich nur ein Zitat. Genau. Aus irgendeinem Lied. Obama. Alter, bitte, was für Obama, Mann. Ich weiß nicht. Es macht, für ein Lied. Das ist so ein richtiger kleiner Drecks-Kinderwitz. Hm? So, wenn du von Schwarzen redest, dass dann jemand Obama sagt. Das verbinde ich so mit dumm sein, mit behindert sein, weil man keinen anderen Schwarzen kennt oder so. I'm like James Watch. Das ist noch eine Kuh, eine freie Kuh. Ich brauche andere Musik. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Welch Wunder, welch Wunder. Ein Wunder der Natur, das sich hier ereignet hat. Und ich finde immer noch keine Minen, keine anderen Scheiße Dinge. Sind manche Tiere so dumm? Warum sind manche Menschen so dumm? Das ist die schwerere Frage. Die wichtigere Frage. Scheiß auf Kühe. Warum sind Menschen so dumm? Schaut mich nicht mehr an. Schaut mich erst an, wenn eine andere Kuh mich nicht mehr anschaut. Jetzt schauen mich alle. Ja, die denkt, die ist halt eifersüchtig, weißt du? Die so, ich kann ihn nicht lieben, wenn ihn ein anderer liebt. Aber die lieben sich ja noch nicht gegenseitig. Soll ich hier Kühe und Schweine oder nur Kühe und Schweine? Kühe und Schweine oder Kühe und Schweine? Ich weiß nicht, Mann, das ist voll schwere Entscheidung. Wie wär's denn mit... Ich würde Kühe und Schweine eigentlich nicht zusammentun. Kühe und Schafe würde ich zusammentun. Schweine einzeln. Und Hühner einzeln. Ja, wir werden schon zusammen oder auseinander. Nee, aber Schweine brauchen Schlamm. Matsch. Erde. Kühe und Ding. Schafe brauchen nur Gras. Deswegen können die zusammen leben. Wobei eine Kuh viel mehr Gras isst als ein Schaf, glaube ich. Trink mal was. Ja. Und ich esse mal was. Mute dich bitte. Ich hasse dich, hasse dich, hasse dich, hasse dich, hasse dich. Danke. Ich trink mal was. Und ich höre mich immer selbst. Gerade die ganze Zeit. Egal, ob du gemutet bist oder nicht. Es liegt an deinem Mikrofon. An deiner Mutter liegt es. Ausgeschlossen. Doch, doch. Es liegt halt echt an deiner Mutter. So, ich gehe erstmal auch gut abbauen. Oh. Glaubst du das? Wirklich? Nee. Tut mir leid. Kann ich dir nicht glauben. Du bist mir zu behindert heute. Du bist so voll unmotiviert. Was ist los? Hast du keinen Bock mehr? Hattest du überhaupt mal Bock? Nee. Das hört sich halt echt so an. Ich weiß. Ja, wenn du keinen Bock mehr hast, dann können wir jetzt auch Pause machen und dann nächstes Mal einfach weiter. Cut. Ja. Genau. Ist nicht so schwer. Wenn du nur wüsstest. Bitte? Wenn du nur wüsstest. Was denn? Hä? Die Unwissenheit dieser Menschen. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Eigentlich wollte ich sagen, ein unwissender Mensch ist ein glücklicher Mensch. Und das stimmt halt auch, aber das andere stimmt halt auch. Ah. Verdammt. Ich brauche fucking Gleise, Mann. Guten Tag, haben Sie ein Gleis für mich? Ja, in meiner Hose. Eins aus Stahl. Nee, ich suche eher Eisen.
Oh! Ah, schade. Ich dachte, da wäre ein Gleise gewesen. Hey. Hey Creeper, Motherfucker. Fuck the Mugger. Fuck the Mugger. Mann. Irgendwie glaube ich, dass diese Mine irgendwo anders weitergeht. Tot. Und den Weg finde ich nicht. Tote Ach, Hosen. Hier. Ja, der geht hier voll lang weiter, Mann. Tote Hosen. Ah. Interessant. Und immer wieder. Hörst du die toten Hosen? Hörst du Adel Tawil oder was? Ist das dein Ernst? Und immer wieder. Oh. Mit Adel Tawil gab es halt auch dieses eine Lied. Irgendwie. Und ich singe diese Lieder oder so. Und es ging so und der hat dann über seine Lieder gesungen oder meine Lieder. Ich weiß nicht, wie das hieß. Und dann kam so Telekom-Werbespot, okay? Die so, hey. Oh, lol. Genau. Das sind zwei Creeper, Mann. Einer stand wieder um die Ecke wie so ein Opferkind. 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 So, warte kurz. Opferkind. 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 So. Also, dann gab es dann diese Telekom-Werbung. Und die so, ja, ihr macht jetzt ein Voting alle. Und wir wählen dann eure Lieder aus. Und der Adel Tawil, der macht dann ein komplett neues Lied daraus, okay? Und die Leute, so, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie 30.000 Leute oder so haben sich daran beteiligt an der Umfrage. Und die wählen dann so ihre Lieder. Und irgendwann kommt so das Lied raus und es ist einfach so das glitzegleiche wie sein eigenes Lied. Nur mit anderem Text, so die Melodie ist glitzegleich. Und es kam auf YouTube und ich höre mir das so an, ich so, hä? Welches Lied habe ich hier gerade an? What the fuck? Ist es jetzt sein Lied oder ist es dem sein Lied? Ist es das neu gemachte Lied? Und es war einfach das Neue. Es geht irgendwie so, ich habe keine Ahnung, wie das geht, Alter. Irgendwas mit... Echt jetzt? Also, du denkst, der macht so einen Remix aus allen Liedern, okay? Ja. So, was weiß ich, We Will Rock You und Bohemian Rhapsody und irgendwelche anderen Lieder. Der nimmt nur einfach so den Namen von dem Lied, packt es da so ein, sagt so, ja, London war ein harter Stein oder sowas. Und das ist einfach so das Einbauen von dem Lied in sein eigenes Lied. Das musst du dir anhören. Ich kann das gerade nicht beschreiben. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Das war auf jeden Fall übelster Dreck. Und es wurde so hart gehatet, Mann. Die Kommentare haben das so in der Luft zerfetzt, einfach das Lied. Zu Recht anscheinend. Ja, es war nicht schlecht. Es war jetzt nicht so, dass du denkst so, Alter, was ist das für ein Dreckslied? Es war einfach nur die Kopie von dem anderen. Deswegen haben sich die Leute so aufgeregt. Auch zu Recht. Naja. Voll viele sagen dann so, ja, aber das Lied ist gar nicht so schlecht. Danke, Adel, so, um den zu, weißt du, zu beschützen. Ja, weil er niemanden hat. Ich mag das Lied trotzdem. Aber keiner hat das so richtig gefeiert in den Kommentaren. So, Alter, Mann, das ist das beste Lied aller Zeiten. Oder ich habe dieses Lied jetzt 20 Mal gehört oder so. Gibt's nicht. Oder Dauerschleife oder so, liest du bei dem Lied nicht. Mach das doch jetzt an und hör dir das an, du nimmst ja eh nicht auf. Ich weiß eh nicht, wie es heißt. Ja, das heißt unsere Lieder. Ne, hör erstmal sein eigenes Lied an. Hör erstmal sein eigenes Lied an. Wie heißt das Lied? Das heißt, glaube ich, meine Lieder oder so. Vielleicht kenne ich sogar meine Lieder. Ja, ich glaube schon. Oh. Lieder. Ja, ich kenne das. Egal, ich höre es mir noch an. Okay, nur damit du den Vergleich hast. Sing mit. Aber sing ja. Scheiße mit, damit die GEMA da nicht, also damit das YouTube, der Algorithmus es nicht checkt.
Okay, sing nicht. Sing, ich hab's akzeptiert. Sing nicht. Das krieg ich halt echt. Das hab ich sogar voll oft angehört. Ja, weil es immer im Radio kam. Eine Weile lang. Und ich singe diese Lieder. Lieder. So, hier geht's weiter. Das ist gut. Ich hab einen Hut. Du hast vielleicht das andere? Hä, war ich das? Nee, das war Levin. Oder war ich das? Ich setz keine Treppen hier rein. Was? Treppen. Du auch? Nee, das warst du. Lol, und er setzt eine Treppe und läuft da nicht mal lang. Oder der beleuchtet es da nicht mal. So. Danke, Musik, dass du so laut und beschissen bist. Und das andere heißt unsere Lieder, wenn du es fertig gehört hast. Ja, ich hör's schon. Achso. Und dann kam da auch irgendwas mit Michael Jackson und so richtig behindert. Der Text war einfach so richtig lame. So richtig zusammengewürfelter Dreck. Warte. Lala. So. Welches Lied ist das, was ich gerade höre? Welche Melodie? Okay. Was ist los? Nicht. Hello. Hello. Happy day, hey ho. Diggity duck, duck, duck. Ah, da geht's hoch, geil. So, danke für das ganze Eisen. Hey du. Ja? Ich hab da eine Frage. Ja, bitte, hau raus. Warum bist du so hässlich? Ah. Das Lied ist scheiße. Ist das Lied scheiße? Ist okay. Ja, also im Vergleich zu dem anderen ist es einfach so ein Abklatsch davon. Ja. Geht eigentlich. Melodie ist nicht ganz gleich. Ja, aber der Text, das ist genau so ein zusammengewürfelter Fuck wie das andere. Mhm. Also der Stil ist gleich, sagen wir so. Und die Leute haben halt was richtig Geiles erwartet. Dass er dann immer so Parts von den Liedern singt oder so. Weil der Typ kann ja singen. Nein. Aber nichts da. Und dafür hat er 6-7 Monate oder so Zeit sich genommen. Ja, okay. Weiß nicht mehr genau wie viel, aber auf jeden Fall war das eine lange Zeit. Du hast lange gewartet dafür. Ich nicht, ich habe da nicht mal mitgewartet. Aber andere haben lange gewartet. Ihr liest dir mal die Kommentare durch, was sagen die? Ist auch nicht so gut bewertet, gell? Achso, schade. Ja. Warte, ich helfe mir wieder. La. Und ich singe diese Lieder. Lalala. Oh. Und Garde de Mine. Ah, das ist leer. Schade. Digga, was ist los? So, jetzt öffne ich es. Oh, das ist der Wald von Elvi? Warte. Oh shit. Aber das muss ich mir jetzt mal kurz anschauen. 4000 Dislikes. Boah, schon viel. Wie viele schön, Likes? Einfach nur schön, egal was die anderen sagen. Er hat 25.290. 25.000 Likes? Ja. Oha. Was das für war eine damals Enttäuschung. Ja? Hätte mir mehr erwartet. Den einzigen Einfluss auf die Playlistennamen waren die 3-4 Abspielungen im Soundtrack. Der Song klingt trotzdem wie ein weiterer generischer Adel-Tabi-Song. Ja. Langweilig. True Story, Alter.
Bist du müde? Kann das sein? Das kann sein. Warum sagst du da nichts? Wenn ich schlafen. Ja, aber du bist so richtig halb tot. So müde bin ich jetzt auch nicht. Ja, so hörst du dich zumindest an. Lebe wieder, lebe. Wohin wollte ich jetzt gehen? Oh lol. Hey, hier ist eine Schlucht, in der du warst, aber da ist noch voll viel Zeug, was nicht abgebaut wurde. Aha, vielleicht warst du ja dort. Nee, ich baue ab. Ich haue nicht ab, ich baue ab. Oh. Ja, bei dir ist eher so ein... Ja, ich habe gerade keinen Bock. Tschüss. Hallo. So, und apropos kein Bock. Ich glaube, der Herr Lefke hat keinen Bock. Und das nehme ich dann... Noch eine Folge, bitte. Ich will dieses Kackhaus jetzt fertig machen. Okay, aber dann bitte nicht. Dann mach einfach jetzt noch die Folge ein bisschen länger. Oder alles klar. Nee, 16 doch. Minuten reicht schon. Das soll eine kurze Folge sein. Echt noch, muss nur noch ein paar Blöcke setzen. Achso, okay. Gut, dann machen wir noch ein bisschen länger. Alles klar. So. Dann bin ich wenigstens fertig mit dem Gebäude. Ja, das ist gut. Ich tue mein Minenkarre runter. Ich bin in der Mine egal. Selbst, man. What the fuck? Egal. Boss. Hat er mal. Man muss mal in der Mine alle Minen-Ding-Schienen miteinander verbinden. In der Mine? Das wäre voll cool. Ja, bestimmt. Es würde keinen Sinn ergeben, weil es nirgendwo hinführen würde. Ja. Aber trotzdem wäre es cool. Die Fahrt wäre wenigstens lang. Ja, das stimmt. Und komisch. Komisch, was heißt hier komisch? Weil's lustig. Würde keinen Sinn machen. Achso. Also ich gerade bemerke, dass Minecraft bei mir keine In-Game-Sounds hat. Bei mir hat es richtig leise In-Game-Sounds immer. Ja, bei mir auch. Ah doch, das hat In-Game-Sounds. Sind halt nur richtig leise. Also, ich höre sie laut, aber in der Aufnahme sind die immer so richtig kackenleise. Achso, ich hab sie gar nicht gehört. Aua, aua. So, jetzt ist halt wieder die Frage, wie kommt man hier weg? Das ist halt immer meine Achillessehne ist das Rausfinden aus Höhlen und so. Oh, ein Spinnspawner. Ja, yeah. Ein Mini-Spinnspawner. Nein, ein großer. Oh, das ist dann nice. Oh, ein Creeper. Nein, das. Ah, der steht noch zum Glück. So. Okay, danke. Kann ich irgendwie alles auf einmal aufnehmen? Nee, gell? Danke. Ich hatte doch mal irgendwie gesagt, dass wenn Breaking Bad 10 ist und was der Prison Break will. Ich nehme mich zurück. Das wäre doch 7,8. Was hast du damals gesagt? 8,7, 8,9. Ja, ist kein Vergleich, gell? Nee. Breaking Bad ist eine andere Welt. Das ist halt echt andere Welt, das ist richtig geil. Ja. I miss those times. Ich wollte mir mal die Dinger, die komplett Bundle Box bestellen, aber die war kackenteuer, dann habe ich das nicht gemacht. Das hat irgendwie 80 Euro oder so gekostet. Oh. Ja, Steelbox Edition war das, glaube ich, sogar. Ich habe voll lange überlegt, ob ich mir das hole. Weil ich bin halt immer noch übelster Fan. Und ich werde mir das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang anschauen. Das ist doch richtig geil. Ja. Aber Game of Thrones feiere ich nicht so wie die meisten anderen Leute. Ich hoffe, ich werde es auch feiern. Ja, es ist geil und so, aber... Nicht so geil. Nicht so geil wie Breaking Bad. Ja, Breaking Bad war halt echt schon richtig geil. Und wenn man dann nochmal überlegt, wie geil das war, wird es noch geiler. Ja, das Ding ist halt, dass Game of Thrones kommt da schon ganz nah dran. Aber halt nicht
es schaffte den kompletten Sprung nicht. So, wenn ich sagen würde, von 1 bis 10, dann ist Breaking Bad eine 9,8 und Game of Thrones ist eine 9,3. Ist auch gut. Ja. Und The Walking Dead ist dann 8,2 oder so, 8,3. Hast du Walking Dead angeschaut? Ja. Aber nur die ersten 8, vier Staffeln oder so. Ne? was nicht so gut. Doch, aber das ist halt irgendwann repetitiv geworden. Die haben so einen Feind besiegt und dann kam der andere und der war wieder ähnlich. Und dann sind ein paar Leute aus der Gruppe sind irgendwie weg und dann kamen neue dazu und dann sind wieder andere weg und dann kamen wieder neue dazu. Gibt es auch Ja. solche Teile wie, also solche Anspielungen aufs Spiel? Zum Beispiel gibt es da Kenny oder irgendeine Person, die so ähnlich ist wie Kenny. Das hat gar nichts mit dem. Was zur Hölle? Nein. Echt? Ich dachte, das hätte Nein. so ein bisschen Das basiert parallel. auf einem Comic, Alter, was laberst du? Sehr cool. Und das Dinger. Keine Ahnung. Ich habe so Hoffnungen gemacht. Ja. Das hat nichts, gar nicht mal im Ansatz was damit zu tun. Außer halt, Echt? dass es da Zombies gibt. Das Spiel fand ich aber auch geil. Ja. Ich hoffe, die Serie wird auch geil. Ich habe eigentlich schon noch viele Serien zu schauen. Hast du mir auch noch voll viele empfohlen. Was für Serien gab es noch, die so richtig gehypt wurden? Squats. Ja, das war mega geil, Alter. Schaue ich mir auch gerade an, aber halt nur ab und zu. Das ist bei mir so wie bei How I Met Your Mother. Habe ich Ja, auch schon durch. das war gut. Aber gegen Ende wurde es dann richtig beschissen. Es wird halt echt richtig beschissen. Zum Unnötig Beispiel beschissen. Barney fand ich halt am Ende schon richtig scheiße. Nee, der war immer der coolste. Ich fand ihn auch immer den coolsten. Aber halt am Ende sind da Sachen passiert, die gar nicht zu dem gepasst haben. Ja, Also das genau. ganze Ende, das ganz Ende fand Ja, ich mega ja, ja, scheiße. ja. Das stimmt. Das habe ich auch nicht gecheckt. Das Ende, also die letzte Folge, die war eh so ein richtiger Dreck einfach nur. Richtig weg. Oder die letzten zwei Folgen. Ich hab's versucht so zu verdrängen. Ja. Du denkst dir so, weißt du, eine Folge vom Ende denkst du so, Alter, jetzt ist perfekt, jetzt kann's enden. Und dann bringen die noch so das Ende vom Ende und du denkst dir so, why? Und das hast nicht nur du dir gedacht, sondern alle anderen wahrscheinlich auch, die das angeschaut haben. Richtig. Ah, egal. Dumm, Ist da geil. dumm war das, Alter. Storyschreiber kann meine Eier lecken. Echt. Gibt's doch jetzt auch so alternatives Ende. Echt? Habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Weil es irgendwie so arg zu scheiße, die Leute das zu scheiße fanden. Das alternative Ende dazu. Ja, es gibt jetzt so ein alternatives Ende. Und es ist noch beschissener. Ich weiß nicht, ob das beschissen ist. Also ich weiß nur, dass eins gibt, weil jetzt davor zu beschissen war, das Ach normale Ende. so, ah ja. Ah, das war bei I Am Legend auch so mit dem alternativen Ende, Mann. Echt? Boah, das eine ist so krass. Und du so, no, no. Und dann steht so, oder irgendwo stand dann, dass da Was noch I ein Am Legend? alternatives. Hä? Was ist das? I Am Legend ist ein Film. Echt? Mit Will Smith. Ah, ich kenne es glaube ich von irgendwo. Habe ich mir nie angeschaut, aber ich danach von dem Kaffee. Erzähl weiter. Wo war ich? Ja. Ach so, und Irgendwann mal das eine stand Ende ist so richtig traurig und das Alternative ist dann halt so nice. Das sollte das echte Ende gewesen sein. Ja, echt? das wünschst du dir dann, ja. Aber du Als weißt, es ist erstes immer nur das alternative Ende und es wird immer nur das alternative Ende bleiben. I am Legend. Nein, Erstmal schau, spoiler dich doch nicht. in die viele Filmeliste nicht googeln. Ah. So dumm bin ich jetzt auch nicht. Nicht, dass du jetzt das alternative Ende schon anschaust oder so behindert wie du Als bist. ob. No! Ist von dem No, meine I'm Filmeliste. burning! I'm burning! I'm burning home. Ah, jetzt können wir die Folge beenden. XXL-Folge, dank mir, meine Gut, kleine Freundin. ja, so XXL war es nicht. Aber Wie okay. lang ist die?
25 Minuten. Weil lass mich hier noch hier ein Loch reinbauen. Na, das Dach mit den Treppen ist ein bisschen scheiße geworden. Aber kann ich irgendwann anders machen. So. Sieht zunächst okay aus. Hier. Zumachen. Zack, 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 zack. Da muss noch was drin. Gut, dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Schwer.